Grüße euch, Paraguay live. Heute fangen wir mit der Einfahrt zu der Wohnanlage. Dann seht ihr auf der linken Seite die Beleuchtung und dann natürlich Grünbereiche. Und wir gehen gleich zum Haus über. Na, da sieht man, dass die Jungs frische Essen gerade vorbereiten. So, dann sieht man auf der rechten Seite die Terrasse, die gefliest sein wird. Schützt natürlich sehr von der Sonne. Und da sieht man auch den vorderen Bereich des Hauses, der auch natürlich später gefliest sein wird. So, da kann man auf dem geteilten Bildschirm sehen, links das Swimmingpool. Es wird geprüft, ob das Wasser hält. Und es hält auf jeden Fall, das ist schon mal wichtig, dass es vorher geprüft wird. So, und im hinteren Bereich sieht man natürlich schon das verklinkerte Haus mit dem Deposito, also mit. Zu links sieht man den Innenputz und rechts die Vorbereitungen für den Gehweg bzw. die Gehwege. Und dann sieht man auch, dass der Putz jetzt gerade am Trocknen ist. Und rechts weitere Baumaterialien. So, solche Wagen kann man sicher in Deutschland nicht mehr sehen. So alte Mercedes, die hier aber voll funktionsfähig sind. Und es wird oft Gebrauch von diesen alten Wagen gemacht. Alles wirklich unzerstörbar sind. So, und da die Fassade des Hauses. Nicht vergessen, wenn ihr Interesse habt, natürlich den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gehabt habt, und das Video teilen und Likes nach oben geben, und wenn Fragen vorhanden, natürlich unten in den Kommentaren bitte schreiben. Da wurden gerade noch die Fliesen, die Keramikfliesen geliefert und vorne gelagert. Also wir gehen richtig voran und die Jungs sind mehr als fleißig, wirklich. Falls euch das Video gefallen hat, Likes nach oben, wie immer, das Video weiter teilen, vielleicht auch Bekannte, Freunde, Familienangehörige, die gerne nach Paraguay auswandern möchten und ein Haus bauen lassen. Das ist nämlich sehr wichtig. Also weitere Fragen bitte in den Kommentaren und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann, ciao, ciao.